Grün. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, nachdem wir eben was hier von Enteignungen und Verbrechern gehört haben, glaube ich, sollte man jetzt wieder verbal einen Gang zurückschalten. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass ich hier vorne auch ohne Polizeischutz ganz gut stehen kann. Selten ist ein Satz häufiger von diesem Pult gefallen als der Ausspruch, Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Und selten war es so einfach wie heute und bei diesem Thema. Man muss sich nämlich nur einmal die gesammelten Anfragen, schriftlichen und mündlichen Fragen von Bündnis 90 Die Grünen zum Thema Riester-Rente aus den letzten anderthalb Jahren angucken, um ein ziemlich genaues Bild von der Lage zu bekommen. Und wem das zu viel Arbeit ist, dem empfehle ich die Dokumentation unseres Fachgesprächs »Ist Riester noch zu retten?« vom März 2015. Da kann man alles sehr gut nachlesen, und die nackten Zahlen sind ebenso einfach wie leider auch zum Teil erschreckend. Wir sehen, dass die Zahl der Verträge bei über 16 Millionen jetzt seit einigen Jahren stagniert. Was besorgter stimmen muss, ist, dass eben längst nicht alle Verträge bespart werden. Voll bespart werden ausweislich der jüngsten kleinen Anfrage nur noch 6 Millionen von diesen Verträgen insgesamt. Wir müssen sehen, dass die Grundannahmen, die 2001 in einem zugegebenermaßen sehr optimistischen Klima der Finanzmärkte getroffen worden sind, so nicht eingetreten sind. 4% durchschnittliche Rendite, 10% Verwaltungskostenbegrenzung. Und letztlich müssen wir auch noch mal sehen, wie sich die Förderung zwischen den besonders von Altersarmut bedrohten Geringverdienenden und Besserverdienenden verteilt. Da sehen wir eben auch ganz klar, dass Geringverdienende nur einen sehr kleinen Teil der staatlichen Förderung von Riester bekommen und dass dies auch diejenige Gruppe ist, die im Moment überwiegend ihre Verträge beitragsfrei stellt. Das Gesamtbild also, das man sagen muss, wenn man sich die Frage stellt, ist Riester geeignet, das Absinken des Rentenniveaus, was ja parallel mit dem Aufbau der Förderung einherging, auszugleichen? Nein, das ist es leider nicht. Insofern kann und muss man die Aussage zunächst mal treffen. Als systematische Lösung ist die sogenannte Riester-Rente gescheitert. So. Und das bedeutet nicht, das will ich ausdrücklich dazu sagen, dass individuell jetzt jeder Vertrag gescheitert ist. Also ich finde, da muss man schon auch, um Menschen nicht zu verunsichern in diesem Lande, genau argumentieren, wer aufgrund von vielen Kindern beispielsweise eine höhere Zulage kriegt für den oder diejenige, das sind ja insbesondere die Frauen, wird es sich auch in Zukunft lohnen, den Riester-Vertrag weiterzuführen, und für diese Personen kommt auch eine angemessene Rendite heraus. Da muss man schon unterscheiden zwischen systematisch und individueller Sache. Aber was eben die Gesamtlösung anbelangt, da, und das hat ja jetzt inzwischen sogar Herr Weiß von der Union zugegeben, besteht dringender Reformbedarf. Und die Frage ist jetzt, was tun? Und was die Fraktion Die Linke hier vorgeschlagen hat, ist eine Rechnung, die die langfristigen Kosten vollständig außer Acht lässt. Sie sagen, dass jetzt, um das Rentenniveau zu erreichen, wenn man Riester abschafft, 70 Euro Beitragssatz notwendig sind. Sie sagen aber nicht, was das denn in der Fortschreibung bedeutet für das Jahr 2030 und darüber hinaus. Sie sagen, dass jetzt 2,3% Beitragssatzerhöhung notwendig sind. Das bedeutet aber, dass wir ja noch die steigenden Beitragssätze ab den Jahren 2025 mit in Rechnung stellen müssen. Das heißt also, bitte Sie, sozusagen das Gesamtbild zu zeichnen. Herr Kollege Kurt, Herr Birkwald würde gerne noch was zum Gesamtbild sagen. Mögen Sie es zulassen? Oder ja, nicht? Ich lasse das zu. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich habe mit der Kritik gerechnet. Und deswegen haben wir auch ausgerechnet, was das bis zum Jahr 2029 kosten wird. Dazu muss man aber wissen, dass das Durchschnittseinkommen nach den Annahmen der Bundesregierung im Jahr 2029 bei 4.400 Euro und nicht wie heute bei 3.000 Euro liegen würde.
Und dann würde das, was ich eben vorgetragen habe, ein lebensstandardsicherndes Rentenniveau in der gesetzlichen Rente im Monat 99 Euro kosten, wäre also sogar im Jahr 2029 für durchschnittlich verdienende Beschäftigte immer noch 9 Euro günstiger als heute in einer Zeit, wo sie 1400 Euro weniger an Einkommen haben. Das kann man nachlesen. Man muss auch bedenken, dass nach dem jetzigen Riester-Gesetz die Menschen in 2029 mit dem dann höheren Gehalt auch 164 Euro für die Riester-Rente bezahlen müssten, wenn sie durchschnittlich verdienen. Das heißt, ich halte fest, auch im Jahr 2029 sind nach den jetzigen Daten und Annahmen der Bundesregierung 65 Euro weniger zu bezahlen, wenn wir die gesetzliche Rente stärkten und nicht bei Riester blieben. Ich hoffe, ich konnte mit der Antwort entsprechend helfen. Sie haben aber, Herr Birkwald, nicht gesagt, bei welchen Beitragssätzen wir dann am Ende im Jahr 2030 landen. Das haben Sie in anderen Debatten gesagt und da sind Prozentwerte gefallen von bis zu 28%. Ja, Sie nicken und bestätigen das hiermit. Und ich würde, wenn man den Grundsatz, dass Politik mit dem Beachten der Realität anfängt, doch mal ernst nehmen, was dies im Gesamtbild der Sozialversicherungsbeiträge bedeutet. Also insbesondere, wenn wir wissen, dass wir in der Kranken- und Pflegeversicherung mit Sicherheit, und das wollen hier auch alle, eine vernünftige Kranken- und Pflegeversorgung haben, mit Sicherheit auch noch höhere Beiträge zu gewärtigen haben. Und der Punkt ist, dass wir an dieser Stelle uns über systematische Lösungen Gedanken machen und diejenige, die Bündnis 90 die Grünen schon seit Jahren vorschlagen, ist die Verbreiterung der Bemessungsgrundlage und die Verbreiterung des Sozialschutzes mit der Bürgerversicherung beispielsweise. Und der Blick ins Ausland, den Sie dort bemühen, auch der bedarf einer vollständigen Betrachtung. Ja, Sie haben das Beispiel Dänemark eben angeführt und wir waren ja gerade letzte Woche in Dänemark, um uns das dort anzusehen. Das Versorgungsniveau ist in der Tat deutlich höher, aber nicht das gesetzlich Garantierte allein, sondern ein Großteil dieses Versorgungsniveaus ist zurückzuführen auf eine kapitalgedeckte betriebliche Altersversorgung, die, weil tariflich breit abgestützt, nahezu verpflichtend ist. Und Sie wissen genauso wie ich, wir waren ja beide da, dass das betriebliche Kapitalvermögen und das in Pensionsfonds gesammelte Vermögen 200% des Bruttoinlandsprodukts von Dänemark entspricht. Und das ist für ein 5,6 Millionen Einwohnerland, was das seit über 50 Jahren aufgebaut hat, eine im Moment noch interessante Perspektive. Wenn wir das auf Deutschland übertragen, dann bedeutete das, dass wir 6 Billionen Euro Kapital ansparen müssten. Allein diese Größenordnungen zeigen, dass wer einfach nur mit dem Finger auf das Ausland zeigt, Äpfel mit Birnen vergleicht. Und das Gleiche gilt in anderer Weise für Österreich. Dort darf man auch nicht nur isoliert die Rentenversicherung betrachten, sondern hören Sie mal zu, Herr Birkwald, dann geht es darum, auch dort die Krankenversicherung sich anzugucken, die wesentlich stärker steuermitfinanziert ist und wo die Beitragssätze weitaus niedriger sind, sodass der Gesamtsozialversicherungsbeitrag für die Arbeitgeber sich eben anders darstellt. Und ich bitte darum, wenn wir internationale Vergleiche machen, nicht immer nur sozusagen die Scheuklappen anzulegen und einen ganz kleinen Ausschnitt zu betrachten. Damit führt man zur Klärung der Wirklichkeit, trägt man dazu nichts bei. Und was wir jetzt vorschlagen, geht allerdings deutlich über diese vagen Andeutungen von Herrn Weiß hinaus. Wir haben ja unseren Antrag zur Reform der Riester-Rente eingebracht. Wir werden auch in der Partei noch Diskussionen, das sage ich auch offen, über Sinn und Unsinn von Förderung führen. Stand ist, dass diese Fraktion hier in der Mitte des Hauses vorschlägt, die Förderung neu zu justieren, das Ganze auf Geringverdiener durch eine Stärkung der Grundzulage, eine Anhebung der Grundzulage, die seit Jahren nicht mehr gestiegen ist, zu konzentrieren. Gleichzeitig wollen wir ein sogenanntes Basisprodukt einführen in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft. Das heißt also, Vertriebskosten, Provisionen, andere Dinge, die jetzt nicht dort sind, die werden dann bei den Versicherten selbst. Das würde deutlich attraktiver und transparenter für die Versicherten. Und das soll ein gutes Angebot sein mit Wahlmöglichkeiten
Versicherte sollen ebenfalls die Möglichkeit haben, geförderte Beiträge in die Betriebsrente einzuzahlen oder auch in die gesetzliche Rentenversicherung, die mit gar keiner so schlechten Rendite dastellt. Echte Wahlfreiheit also. Und das sind, glaube ich, Punkte, die hier es verdienen, beraten zu werden. Und ich sage auch ganz offen, wir werden sicherlich nicht diese 4% Renditeziele auch mit einer reformierten Riester-Rente oder einem Basisprodukt alleine erreichen. Und darum, auch das sagen wir klar, müssen wir uns über ein Mindestsicherungsrentenniveau dringend Gedanken machen. Und wir werden dazu Vorschläge machen. Wir wollen das Niveau stärken, aber nicht Wolkenkuckucksheim à la Linke und auch nicht Bauchvorschläge à la Sigmar Gabriel, sondern finanzierbare Vorschläge machen. Und das Weitere ist, dass wir sagen, für jahrzehntelang versicherte Personen muss es eine garantierte Mindestsicherung geben. Das ist die Garantierente. Und wenn man die private Vorsorge attraktiv halten will, heißt es auch, dass private Sparbeträge auf diese Garantierente nicht angerechnet werden dürfen. Und nur durch ein Konzert dieser Gesamtmaßnahmen kriegt man es auch hin, eine nachhaltige Rente zu machen, die den Leuten nicht Sand in die Augen streut, sondern ihnen ein verlässliches Niveau verspricht. Vielen Dank. Als nächstem Redner teile ich das Wort dem Abgeordneten Ralf Kapschak, SPD.